Sonntag. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich schau mal, kann ich mit Oma noch mal sprechen? Sie redet eigentlich immer nur... Ah doch, kann ich. Don't forget to eat. Your father used to eat like a horse whenever he had to do farm chores. In fact, I made him a big batch of stew when he came to visit. Was it weird seeing Dad after all this time? Ah, he's still my boy. Always will be, even if he's in a temper. He's stubborn, just like his pa. I'm glad he came. And I could tell he was too. And now you're here. What could be better? Ja, das hat sie aber doch schön gesagt. Na gut, dann schauen wir mal. Wir müssen hier wieder gießen. Ja. Natürlich. Ich hätte übrigens gerne auch eine vernünftige Gießkanne. Och, hallo. Oh, hey there, Kitty. Do you belong to my grandma? Oh, you're a good kitty. Grandma, you didn't tell me you have a cat. A cat? The last cat I had was old Shadow, rest his soul. He wasn't much to look at, but he was a darn good mouser. This cat isn't yours? She seems awfully familiar with your garden. Oh, no. I don't own that cat. What a notion. She's a good friend to have around, though. So play nice. Oh, das hat sie jetzt aber irgendwie süß gesagt. Da unten läuft sie wieder. So, ist es ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier beim Gärtnern unterbrochen worden bin. Weil, ne, wer mich kennt, weiß, die Gefahr ist groß, dass ich dann vergesse, weiter zu gießen. Aber gut, das habe ich jetzt noch im Hinterkopf gehabt. Wir brauchen aber ganz, ganz dringend wieder neue, Unkraut, genau, neues Unkraut. Natürlich finden wir das, was wir brauchen, wieder nicht, wie immer. Aber ich bin es trotzdem nicht müde, da in jeder Ecke mal eben nachzuschauen. Oh, eine Distel. Eigentlich sollte ich die Distel doch in der Hand halten, wenn ich das mache. Aber naja, gut. Offenbar war das doch nicht ganz so wichtig. So. Ah, da. Da ist einmal Unkraut. Wahrscheinlich kriege ich, wenn überhaupt, nur eins pro Tag. Deswegen kann ich jetzt auch wieder nicht weitermachen. Ach, wie ich das liebe. Ja, ich habe die Idee übrigens immer noch nicht aufgegeben mit den Fischstäbchen. Da ist ein großer Fisch drin, das ist gut. Ich glaube, die Würmer waren auch die, die am wenigsten kosten, ne? Oh! Nee, ich will den großen. Ich will den großen, genau den da. Grundbarsch, ein schneller Fisch, der sich am Flussgrund aufhält, in der Nähe der Farm zu finden. Davon sieht man nicht viele. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Eklig ist er trotzdem. Also zumindest steht immer eklig drauf. Ich kann noch nichts dafür. So, da sind nur zwei kleine drin. Hier oben ist nichts mehr. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da nochmal irgendwie ein Pilz oder irgendwas ist. Aber ich würde gerne da oben die Brücke endlich mal machen. Mann, das geht mir auf die Nerven, dass man da nicht reinkommt. Und die Mine, das geht mir auch auf die Nerven. Weil das ja so wichtige... Wieso ist da ein Ausrufezeichen? Weil das so wichtige Sachen sind. Ach so, ich hatte da schon welche reingetan. Ah. Ich möchte aber trotzdem ein neues Beet machen, bevor ich diese Riesenaufgabe dann mache. Ich könnte auch mehr Komposter machen. Das Problem ist nur, das bringt mir nichts, weil ich halt nicht genug habe. So. Wir haben jetzt Blumen bekommen, ne? Kann ich die in so ein Beet reintun? Das ist jetzt die große Frage. Aber wir haben auch Weizen. Nee, ich würde eher sagen, dass wir erstmal den Weizen da drin anpflanzen. So, den. Zack. Ich denke mal, Blumen werden erstmal nicht so wichtig sein. Hoffe ich zumindest.
So, der braucht zwar länger, aber der gibt uns recht guten Ertrag. Deswegen, ja, würde ich sagen, gehen wir da jetzt erstmal auf die Weizen oder auf den Weizen. So, dann haben wir natürlich Sonntag, da gehst mal wieder keiner arbeiten oder zumindest fast keiner, denke ich mal. Ein paar werden wahrscheinlich schon. Ah, wen haben wir denn hier? Oh, so Bruno's given you a fishing rod too, huh? He tried to get Juliet into fishing, but she didn't take the bait. Oh, poor guy. I think he's just lonely. Sophia, du hast doch, du hast das Ding Restaurant genannt. Die Frage ist, wo willst du jetzt hin? Weil da bin ich jetzt, glaube ich, auch nicht vorbeigekommen, oder? Gehst du da runter? Sag mir bitte, dass du arbeiten möchtest. Hier, genau. Das Teil hatte doch zu, oder? Oh, ich sehe die Kinder ausnahmsweise. Mit denen muss ich mal reden. Die macht Tai Chi. Ah! I tried convincing Mom that I could babysit Finn since I'm older. By like what? A minute? 7 minutes. It totally counts. So, die eine ist oben links rumgelaufen gerade. Mom and Dad say that Emmy and I will get into big trouble if we play near the mine. But I know that there's treasure in there. Maybe there's even monsters. Finn, mines don't have monsters in them. That's just silly. Then how come nobody's fixed it yet? Weil die einfach zu faul waren. Oh, ich würde auch so unheimlich gerne wieder Tai Chi machen. Ich habe mich damals so gut gefühlt. So, did your babysitting experience prepare you for twins? Oh, Tara, nothing prepares you for twins. At least they're not toddlers anymore. They don't try to put everything that's not nailed down in their mouths. So, how long ago did you move here, Kim? Just over a year ago. I like it so far. People here are more chill than I expected for a small island town. Some folks still get my pronouns wrong. But at least no one here calls me by the wrong name. I know, I'm setting a really high bar there, but, well, yeah. Okay, die scheint ja echt Probleme zu haben. So, noch kurz mit dir reden. Congrats on selling your first crop. How's it feel? It's a relief. I was sure they'd be rotten or too small or taste horrible, but they're fine. Hey, that's better than my first cocktail. I tried mixing peppermint schnapps with pickle brine. Were you trying to kill someone? No, but my pride took a beating. Okay. Oh, wir haben ein Herzchen bekommen. Sehr schön. Jetzt will ich mal eben was ausprobieren. Weil ich glaube, hier haben wir es noch gar nicht probiert. Ah, hier kriege ich Pommes und so weiter. Nein! Oh, ist das euer Ernst? Ja, möchte ich. Oh, das ist echt... Boah. Kriege ich die Krise. Theoretischerweise könnte ich jetzt mein erstes Kochbuch noch kaufen. Die Frage ist nur, bringt uns das was? Können wir dann bessere Sachen holen, wo wir gut Geld mitmachen? Ich denke mal eher nicht, oder? Später noch Rezepte für Getränkegurus, Rezepte für Pizzabäcker. Okay. Ja, also das lassen wir erstmal sein. Ja gut, gesprochen haben wir mit ihr schon mal. Oh nein, ey, da muss ich auf jeden Fall jetzt noch schauen, dass ich noch angeln gehe. Kann ich? Wir haben Sonntag, ne? Da müsste ja eigentlich offen. Ach, die sitzen auch alle hier. It's important that everything we put in the body be healthful to keep us in peak condition for climbing the mountain. But an occasional indulgence isn't bad. If you're craving something sweet, visit Angus's Bakery. He only uses fresh ingredients. Nee, Bäckerei lieber nicht, danke. Ain't no mountain high enough to keep me from reaching the pinnacle. Go. With logic in your minds and your eyes on the path. Okay. Nein, nicht abbauen. So, da setze ich nur anders hin. Okay. Lena told me that you harvested the potatoes I bought the other day. They were my first crop. I hope you made baked potatoes with tons of butter. Those are the best. No, no.
Vanessa used an air fryer to make non-fat French fries. They don't taste quite the same as regular. In any case, thank you for contributing to Fairhaven's economy. Ja, wenn man das auch so verhunzt. Achso, mit dem haben wir schon gesprochen? Nee, meine ich doch. Oh, you know who's single? Messenger Cameron. He's the greatest guy. Well, Francis isn't a fan, but he's probably a wee bit jealous because I ramble on about the Consciousness Center all the time. And then I'm like, Francis, Cameron doesn't even play for our team. You don't have to be so catty about the league. And then he gets mad because I said he was being catty. Okay. Hallo, ich will mit ihr sprechen. Ugh. What's wrong, Natalia? The twins put bath bombs in my slack tub. Again. I just finished cleaning it out from the last time. Oje. Ah, aber ein Herzchen. How's it going, Parker? Fine. I just had another parent-teacher conference with Vanessa. I get that my kids can be a handful sometimes, especially Finn. But aren't their antics pretty age-appropriate? Nowadays, it's all impulse control this, attention deficit that. Just seems some folks are quick to pathologize normal kid behavior. At least for certain kids. Absolut richtig, Parker. Absolut richtig. Sometimes I think I'll get tired by all of the perfectly beautiful days here, but I never do. Die Aussage war jetzt irgendwie nichtssagend, aber okay. Wir laufen gerade in die falsche Richtung. Wir müssen nämlich eins höher, ne? Genau. So, ich kann mal kurz nicht reden. Es tut mir leid, aber mein Hals ist gerade sehr kratzig. Mit dir haben wir noch nicht geredet, oder? I ran into Natalia at the diner and she asked me to vet her dating app profile. I did my best, but I don't understand why anyone bothers with dating apps. I've never used them. And even if I wanted to, they don't cater to queer women. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe zwar absolut keine Erfahrung mit irgendwelchen Dating-Apps, aber meines Wissens nach ist es sehr extrem sogar auf eine Allrauner. Auf lesbische Frauen und schwule Männer ausgelegt. Mein Hals ist gerade. Es tut mir leid, ich kann gerade nicht so gut reden. Achso, mit dir habe ich schon gesprochen. I see the doctor round here a fair bit, looking for medicinal herbs. Reminds me of my mother. Was your mom a doctor, Shelby? Not formally as such, no. But she was a healer. All the same. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er das meint. Ob er das jetzt so auf der herztechnischen Schiene meint, ne, dass sie sehr herzlich war. Oder ob er meint, dass sie eine Kräuterhexe war. Das würde dann wiederum erklären, warum er das hier alles so neben sich laufen lässt. Wahrscheinlich ist er selber im Zirkel, nehme ich mal an. Das ist eine Mädchen, mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Und irgendein Typ ist abgehauen. Er ist hier oben rumgelaufen und danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Dabei würde ich gerne mit allen reden. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen ist es nämlich so, ach so, sie hat ja zu, dann gehe ich nochmal unten Richtung Strand. Es ist nämlich so, dass das gar nicht so uninteressant ist, mit den Leuten zu sprechen. Normalerweise würde ich sagen, ich laufe jetzt nicht hier durch die Gegend und rede die ganze Zeit mit den Leuten. Das ist doch total langweilig. Aber gerade durch die Sachen, die auch erzählen, ich kann gar nicht mehr reden, weil ich gerade Schluck aufkriege, gerade durch die Sachen, die eben auch erzählen, finde ich es sogar noch sehr interessant. Ach, er ist uns, glaube ich, abgehauen, ne? My abuela accidentally taped over the video of my fifth grade talent show with one of her novellas once.
Mm. Oh, no. I'm sorry. That must have been upsetting. Not at all. Not to shade my 10-year-old self, but that performance did not need to be saved for posterity. Okay. Na gut, dann hat sie noch mal Glück gehabt, würde ich mal sagen. Ich nehme am besten mal die günstigen Köder. Ich möchte aber dieses Viech haben, was alles sein könnte, was also auch ein Tinten. Nee, du nicht. Ja. Nein, du auch nicht. Nix quick. Komm, jetzt der Richtige. Ja. Venusmuschel. Eine Muschel mit starkem Fuß zum Graben. Starken Fuß zum Graben? Die kommt im Meer vor und ist ein seltener Fang. Verkaufe sie an Bruno oder verwende sie zum Kochen. Aber sie ist eklig. Deswegen besser nicht kochen. Ich verstehe das mit dem eklig immer noch nicht. Aber egal. Da ist nochmal ein großer Fisch. Den könnten wir uns eigentlich auch schnappen. Oh, was ist das? Kann man die Flasche angeln? Dann würde ich den Fisch nämlich ehrlich gesagt sausen lassen. Oh, yes. Was ist das? Oh, I found something. A recipe. Ein Rezept? Okay. Es ist ja fast wie ein Tee, so man kann Rezepte angeln. Das ist ja geil. Nehmen wir jetzt mal den Kaulbarsch. Ich will den großen haben. Ich bekomme ja schon wieder Besuch. Die weiß aber schon, dass sie normalerweise keine Geräusche machen sollte, wenn sie angelt, ne? Also wenn sie jetzt hier anfängt zu singen. Ist das im wahren Leben eher kontraproduktiv? Habe ich die Katze heute schon gestreichelt? Moment, er bleibt ja hier, oder? Mietzi. Hatte ich dich heute Morgen gestreichelt oder war das den Tag davor? Come here. Ich glaube, ich hatte dich heute Morgen schon, oder? Hm, doch nicht. Seltsame Katze vor allen Dingen. Hallo, warum ist sie seltsam? Hallo, Bruno. My Helena was the teacher at the school before Vanessa moved here. There were a lot more kids back then too, when the mine was open. But of course, Otto didn't want to be friends with the miners' children. Oh no, he was always trying to impress the owner's kids. Okay. Redet doch nicht immer so viel von der Mine, Leute. Ich möchte die... Oh, da oben ist eine neue Pflanze. Ich möchte die doch auch endlich mal nutzen. Ach, ihn habe ich, glaube ich, gestern gar nicht gesehen. Hi! I was supposed to visit my sister in Milkwater today, but she said she's too busy. Figures. She does that a lot? At least once a month. But Crystal really is a busy lady. She teaches music at the university. I wish she'd come out here more often, but she says the ferry makes her seasick. Hmm. Obwohl ich dachte, dass ich mich mit ihm bisher gut verstanden habe. Oh, mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Sebastian said you helped his sister out. That was cool of you. She pretty much takes care of him by herself. Ich habe total vergessen, wer ihre Schwester jetzt war. Aber egal. Moment, da oben, genau, die kann ich doch abernten. Nee, Moment, da sind Blaubeeren dran, die kann ich noch nicht abernten, ne? Nee, muss ich warten, bis die blau sind, okay. Habe ich total vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Oh, direkt zwei. Aber natürlich nicht die Muschel, die ich so dringend brauche. Bruno, was machst du denn hier, altes Haus? Angelst du mir meine Fische weg? Nein, tust du nicht. Moment, da sind zweimal große. Aua. Komm, den großen, nein, dich will ich nicht. Ach, leck mich. Ich will den großen, den kleinen nehme ich nicht. Ja, dich nehme ich. Sehr schön. Ein Schnapper, den hatten wir schon mal. Okay, da hinten ist jetzt auch wieder was Großes.
Mal gucken, ob ich Fischstäbchen daraus machen kann. Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Nein, geh weg. Ich brauche den großen. Mit den kleinen kann ich doch gar nichts machen. Oh, yes. Genau. Ein Hering, sehr schön. Ich werde hier noch richtig Angelmeister. Ich merke das schon. Die kleinen kann ich so nicht kaufen. Nehme ich mal. Ich meine, die kleinen kann ich mir zur Not auch angeln. Oh, yeah. Makrele. Wieso fliegen hier eigentlich überall Pusteblumen rum? Und wieso finde ich hier nirgendwo Pusteblumen? Beziehungsweise Dings. Jetzt kann ich hier wieder angeln. Oh, da unten ist so ein... Oh, da muss ich dann doch nochmal kurz angeln. Oh nein, jetzt ist da ein Rezept mit bei. Ihr seid so Arschlöcher, ganz ehrlich. Oh, ich wollte eigentlich den großen Fisch haben, aber Rezepte sind eigentlich wichtiger, ne? Denke ich mal. Oh, ha! Gotcha! Na, komm. Is it a... It is a recipe! Okay, Arroz con Huevos. Keine Ahnung, das hört sich so spanisch an, aber ich kann es nicht aussprechen. Also es liest sich spanisch, besser gesagt. Vielleicht auch mexikanisch, aber da ist ja nicht viel Unterschied so. Hier haben wir jetzt nichts, was wir mitnehmen könnten, so, ne? So, jetzt ist die große Frage. Ich mache jetzt nochmal Fischstäbchen. Stärkungstee, Fischstäbchen. Oh ja, stimmt, ich habe ja nur einmal Mehl. Ah. Oh, und wir haben auch schon wieder sehr spät. Ich kann die heute wahrscheinlich gar nicht verkaufen. Ich eilig fliege. Ich versuche irgendwie zum Dorf zu kommen. Am besten während der Öffnungszeiten. Ich hoffe jetzt, dass die auch unten gewesen ist. Metzger war hier. Das ist die linke Seite. Oh, ich glaube, die Katze hat Hunger. Nein, die linke hat zu. Willst du mich denn? Mit dir habe ich noch gar nicht gesprochen. Moment. Bevor die jetzt gleich schließt. So. Verkaufen. Fischstäbchen. Ja. Sehr schön. Nein, raus. Habe ich mit dir schon gesprochen? Nee, oder? Anscheinend doch. Na gut. Aber mit dem Surferboy habe ich heute, glaube ich, noch nicht gesprochen, ne? Oh, bra. And how are you finding our fair town? I hope it's going easier for you than it did for me when I moved here. Why? What happened when you moved here? I was paddling back out after catching a bomb and riding it inshore. This noob dropped in on me and bam! Smashed right into my shoulder. Deswegen bleibe ich am Strand, genau. Ooh, well, at least it sounds like you had an epic surf day before the accident. That I did! It was firing that day! I never doubted that I would get back on the waves. I just had to wait for Dr. Syed to give me the all clear. Then I started working for Sheila, who used to run this stand. When she peaced out to retire in Milkwater, I took over. Glad you're here. Stop by anytime. Ah, neue Bekanntschaft. Wir haben endlich unser erstes Herz. Der redet jetzt aber nicht mehr mit mir, ne? Nee, schade. Also der ist auch tätowiert. Eigentlich wäre der ja so die beste Partie für mich, würde ich sagen. Der würde mir auch gut stehen. Also so wie sie aussieht. Ich muss aber dazu sagen, er würde mir auch gut stehen. Ich habe aber so ein bisschen... Ne, mit dir kann ich nicht reden. So ein bisschen das Gefühl, dass wir eventuell mal Richtung Surferboy gehen. Mit denen hatte ich alles schon gesprochen. Okay, dann, er schließt auch gerade, es war so klar. Mehl kann ich jetzt auch keins kaufen. Ja, dann würde ich sagen, dann müssen wir das tatsächlich in der nächsten Folge machen. Ach, dann laufe ich jetzt mal wieder meinen Weg Richtung Wald. Diesmal auch ein bisschen früher.
werde dann mal wieder meine Zeit entsprechend etwas vordrehen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir hier auch was ernten können, aber ich glaube ja eher nicht. Wobei... Was? I'll need to come back tonight to harvest moonflowers. Ah, das heißt, die können wir dann nachher ernten, die beiden. Okay, ja gut, ich werde das Ganze etwas beschleunigen und wir sind gleich direkt in der Nacht im Wald. So, ich habe jetzt mal genau drauf geachtet. 6.50 Uhr wird es dunkel und entweder 6.50 Uhr oder 7 Uhr sind jetzt gerade hier, achso, das kann ich doch auch so machen, sind jetzt gerade die beiden Mondblumen aufgeplöppt. Und gerade ging es noch nicht, aber jetzt sehe ich auch im Hintergrund die Bewegungen hier oben. So, ich hoffe, ich habe jetzt noch was ich jetzt hier abgeben konnte. The past is wrapped up with the future. Understanding one unlocks the other. Ach so, nee, ich sollte ja heute was lernen, ne, haben die gesagt. I know which ones who transformed into a hawk she saw gliding majestically above her. The bird knew how to fly, but she didn't. It was a mess. Okay. Ah, initiate. I'm Terra, remember? Not here, not now. You're a fledgling witch who is yet to master her powers. For that reason, we'll refer to you by the designation that indicates your skill level. Initiates are the first rank, but I expect anyone from Hazel's bloodline will quickly progress. To begin, as all witches before you, you must master the art of potion brewing. Speak to the Acolyte Witch. She will be able to guide you in your task. Okay. Who are you really? Persist in your studies with the Coven and you will know one day. Ach, Oma ist auch da. The Farseer's advice may seem unclear, but if you really listen, everything he says makes sense in the end. Naja, ich weiß nicht. The head witch lady said I should come and talk to you about potions. Right. We'll start you off with an easy one. That way you can't accidentally magic yourself into a pile of goo. What? Is that a thing that could actually happen? Theoretically, yes. Practically, I've never seen it, so relax. Anyway, if you're like Elder Hazel, you'll have a natural talent for herb lore. Go home and make some Miracle-Grow potions. It will make your flowers grow faster. And other crops too. Here's the recipe. Bring it back to me when you're done. Hatte ich das Rezept nicht schon? Was war denn das für ein Rezept? Das war doch auch irgendwas mit Beschleunigung, oder nicht? Cast any good incantation spells lately? No. Ugh, me either. I'm not very good at them. Potions, though. I'm a killer. Wieso ist das jetzt gelb? Aber gut, ich meine... Wunderwuchstrank. Okay, wo ist Oma jetzt hin? Oma ist einfach abgehauen, so nach dem Motto, ach, jetzt ist sie da. Bleib hier, Oma. I'm not one to mind rules. But you should keep away from the standing stones. You're not ready for that yet. Boah, das höre ich die ganze Zeit. Erstens, was zur Hölle sind die Menhiren? Sind das die Steine da oben? Und zweitens, warum soll ich mich von denen fernhalten, Oma? Also unlogische Regeln befolge ich nicht. Ich befolge sowieso selten Regeln, muss ich dazu sagen. Es sei denn, sie sind irgendwie nützlich und sinnvoll. Aber unlogische Regeln befolge ich grundsätzlich gar nicht. So. Ich hoffe, wir haben es heute tatsächlich geschafft. Da hinten ging gerade schon eine Tür zu. Die wollen alle nichts mit mir zu tun haben hier. Ist doch gerade mal 20 vor 8. Hallo? Naja gut, ich kann es verstehen. Sonntagabend, ne? Alle wollen jetzt mit der Familie irgendwie was machen. Wo sind denn die Singles hier? Die sehe ich hier abends überhaupt nicht. Schweinerei. Na gut. Jetzt habe ich noch so viel Ausdauer übrig. Eigentlich müsste ich jetzt noch was Holz hacken. Oder was angeln. Dann müsste ich nochmal neue Köder bei Bruno holen. Weil wenn das wirklich so klappt, und ich meine, das sieht ja danach aus, dass es so klappt, dann ist das eine richtig, richtig geile Geldeinnahme so für den Anfang. Ich meine, wir haben jetzt fast 400
Dollar, was auch immer. Hier können wir nochmal angeln. Ah, oh, da haben wir jetzt nur eine Grille. Scheiße. Um bestimmte Fischsorten zu fangen. Vielleicht kannst du... Nee, du kannst sie nicht fangen. Vielleicht hilft ein Wandel der Perspektive. Hä? Wir nehmen einfach mal eine. Ich will den großen noch haben. Bam, 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 bam. Na? Nein, du bist nicht der Große. Du bist der Große. Ein Aal, ein nachtaktiver, schlangenartiger Fisch, der in der Nähe der Farm gefunden werden kann. Ein seltener Fang. Verkauf ihn an Brudo oder verwende ihn zum Kochen. Gut, zum Kochen, bin ich ganz ehrlich, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt verwenden. Aber für Bruno würde ich ihn schon verwenden. Ich kann nichts sehen. Da ist nur ein kleiner drin. Also Nachtangeln scheint ja doch ein bisschen effektiver zu sein, als ich dachte. Ich habe ja so eine mini kleine Fliege, die ständig um mich rumschwirrt, sobald ich mich irgendwo hinsetze, um irgendwas aufzunehmen. Das ist echt schrecklich. Aber ich glaube, wir haben gleich keine Ausdauer mehr, um irgendwas zu angeln. Wenn ich jetzt schon mal Holz in meiner Nähe finde, dann ja... Muss ich das auch direkt mal ausnutzen. Da ist sonst nichts mehr. Ach, bei ihm sind wir... Haben wir mit ihm eigentlich gesprochen? Na, der pennt jetzt sowieso, ne? Gehen wir hier unten nochmal hin. Vielleicht können wir noch einmal angeln. In der Zeit... Ich will die Folge jetzt nicht irgendwie künstlich verlängern. Oh, Moment. Da hinten ist noch was anderes. Aber ich würde halt schon gerne angeln. Ich weiß, ich möchte dieses große Viech da haben. Das scheinen ja irgendwie die besonderen Fische zu sein oder so. Nee, hau ab. Ich weiß, als nächstes kommt der Plattfisch da. Geh weg. Geh du auch weg. Ich will das letzte Ding haben. Und... Oh, quick! Nee, das wird ja der Kleine. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Hau ab. Dich will ich, genau. Okay, ein bisschen haben wir aber noch. Hier ist noch ein großer, den könnte man noch angeln. Mit dem können wir dann hoffentlich auch Fischstäbchen machen, mit diesem Skrimpviech. Das war aber sehr teuer, glaube ich. Also das würde ich auch gerne verkaufen. Quick! Nein. Nix schnell. Ja, jetzt schnell. Jetzt ist das okay. Wieder ein Schnapper. Jetzt haben wir immer noch ein bisschen, aber ich habe keinen Köder mehr, ne? Ich gehe mal eben hier vorne gucken, aber ich glaube, ich habe jetzt keinen Köder. I don't have any bait. Maybe I should visit Bruno's shop? Ja, das wäre schön, aber der hat ja nie geöffnet. Das Problem ist, wenn der jetzt am Montag auch wieder nicht geöffnet hat, dann stehe ich da. Aber ich muss vorher sowieso noch Mehl kaufen, also von daher ist das eh... Naja, okay. Ich muss mir echt mal einen Zettel machen, damit ich das beim nächsten Mal nicht vergesse. Eigentlich wollte ich ja in der letzten Folge für heute schon aufgehört haben, aber ich konnte dann irgendwie doch nicht und musste dann auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen. Und ich merke gerade, dass ich das genauso toll finde wie Disney's Dreamlight Valley. Das sind im Moment meine zwei absoluten Lieblingsspiele. Natürlich habe ich auch noch mehr, so wie These und so, aber die haben es mir gerade echt angetan. Ja, und mit diesen Gedanken und mit diesen Worten verabschiede ich mich erstmal und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Should I go to bed?